So, hallöchen meine lieben Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Wir sind mit Queen Elizabeth hier angekommen und wir müssen jetzt Chuck Jockey in der Hall of Heroes suchen. Was auch immer das für ein Typ ist, auf jeden Fall wollen wir immer noch auf die Queen, auf dieses komische Zeppelin-Schiff wollen wir noch. So, wir gucken mal kurz hier, was wir hier haben. So, ich habe natürlich eine neue Waffe jetzt, ne? Was haben wir hier? Darbietung aktivieren. Oh. Beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen. Okay. Ja, der Prophet oder wie auch immer glauben, dass Queen Elizabeth, also dass Elizabeth hier von einer Prophezeiung entstammt angeblich und wir sollen sie als Opfergabe bringen, was wir natürlich, glaube ich, nicht machen wollen. Ja, es wird sich noch zeigen. Wir sind momentan noch dabei, glaube ich, die Schuld zu begleichen. Das heißt, wir versuchen sie zurückzubringen oder abzugeben. Aber ich glaube, dass wir das eigentlich nicht machen wollen, beziehungsweise auch nicht machen werden, ja? Gucken wir mal. Zuerst mal lassen wir hier aufmachen. Elizabeth, bitte aufmachen. Sieht kinderleicht aus. Bitte aufmachen. Erledigt. Danke, die Mädchen. Oh, shit. Ho, 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 ho. Schnell einsammeln, schnell plündern. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, schnell plündern. Ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich glaube, wir haben alles. Ja, gehen wir wieder raus. Ich habe einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Was ist das? Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat damals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Bis. Okay. Drücke L1 und schieße Gegner in die Luft. Halte L1 gedrückt und lass die Taste wieder los, um eine bockende Bronco-Falle aufzustellen. Okay. Jetzt. Nice. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, nice. Bam. Zack. Stirb, verdammt. Okay, scheiße. Wir haben nicht mehr so viel Munition. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Wer bringt mich um? Keiner. Wo ist er? Zack. Irgendwo hier muss noch einer sein. Oh, scheiße. Scheiße! Fick dich! Komm, 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 alles schon einsammeln hier. Stirb, verflucht! Geh sterben, Mädchen! Oder was auch immer du bist. Zack! Holy shit! Alter Schwede! Wer ist getürmt? Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen das Ding einnehmen irgendwie. Aber wir haben nichts mehr zum Übernehmen. Wir haben nichts mehr zum Übernehmen! Okay, wenn ich so drüber nachdenke. Doch, haben wir. Diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Aber wir brauchen. Ja, es muss aber ein Riss da sein. Wieder ich Mana. Ich kann die nicht einfach machen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Sehr nice. Wir nehmen auch mal wieder die andere Waffe auf. Ich glaube, die ist ein bisschen geiler, glaube ich. Irgendwie habe ich das Gefühl. So ein kleines bisschen geiler ist die schon.
So, den haben wir. Oder wir machen es hier einfach kaputt. Wird wahrscheinlich im Endeffekt sogar besser sein. Natürlich müssen wir hier auch mal wieder ein bisschen plündern. Aber nur ein bisschen. So, was haben wir hier? Herrlich. Wunderbar. Wir müssen geradeaus. Ich glaube, wir müssen das Ding kaputt machen. Ja, wir müssen es tun. Ansonsten stresst uns das Ding die ganze Zeit. Habe ich auch keinen Bock drauf irgendwie. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. So, jetzt wird mal kurz Looky Looky gemacht. Und zwar hier hinten. Oh shit, ich glaube, hier müssen wir nicht her, okay? Das Schlimme, Leute, ist, es gibt hier so arsch viel zu entdecken. So, das ist irgendwie so. Man kann ja echt Stunden mit verbringen. Einfach nur die Sache zu durchsuchen. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Verkaufsautomaten in Klummerz verkaufen zahlreiche Arten nützlicher Güter. Okay, dann gucken wir mal. Digga, was hast du? Schadensboost. Erhöht den. Oh, das ist nice. Erhöht den Panzerfaustschaden, verringert die Maschinengewehrstreuung, erhöht die Magazin. Alles klar, Digga. Ich glaube, das kaufen wir mal. Und dann holen wir noch Maschinengewehrstreuung. Das könnte auch noch ganz nützlich sein. So, nice. Bitte sehr. Ich hab Geld gefunden. Danke, Mädchen. Mütze fangen wir natürlich. Zack. Danke. Ja, nett von dir. Silver Eagle. Bisschen Moneten können wir mal gebrauchen. Lockpick. Das lohnt sich. Man macht was auf mit einem Lockpick. Wenn du an oder von einer Skyline springst, wird deine Waffe nachgeladen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das nehmen wir mit, aber zieh es nicht an, weil ich glaube, das brauchen wir nicht. Ein paar Moneten können wir noch mitnehmen. Das ist wunderbar. So, okay, ich glaube, damit haben wir alles. Komm, Elizabeth, weiter geht's. Wir müssen los, wir haben nicht ewig Zeit. Schrot haben wir auch noch mit am Start, so läuft das hier. So. Was haben wir hier? Suche Chuck Jockey in der Hall of Heroes. Hall of Heroes wurde eingestellt. Dann müssen wir halt wieder starten. Scheint wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Das wird ja wohl irgendwie machbar sein, oder? Mach die Skylines frei. Das wird absolut fantastisch. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspielen? Wie Dinger kommen denn dann noch? Wir brauchen, falls es Ärger gibt. Und das gibt mit Sicherheit Ärger. Ansonsten würde er das ja nicht sagen. Na, dann mach dich mal nützlich. Aber wie nehme ich sie jetzt mit? Das ist die Frage, oder? Wie kann ich sie denn jetzt mitnehmen? Okay, wir müssen da hoch. Ich habe keine Ahnung, wie sie mitkommt. Ich weiß nicht. Ich springe einfach mal los. Ich springe einfach mal. Wo ist denn die Olle? Kommt sie mit? Ah, die ist auch hinter uns. Sie hat auch so ein Ding. Ist ja nice. Da müssen wir rüberspringen. So, das haben wir auch. Sehr schön. Digga, spring ab! Okay, sie ist aufgesprungen. Wunderbar. Wer ist das? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. So, das hätten wir schon mal. Was ist hier passiert? Alles verwüstet. War jemand vor uns da? Oh. Panzerfaust ist... Das ist eigentlich ganz geil. Ich würde sagen, die nehmen wir mal mit, oder? Obwohl ich die Schrot eigentlich ungern abgeben würde, aber... Das muss ich unbedingt testen, das Geschoss. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch! Seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine geschminkte Hure verwandelt, Scheiße, da schießt einer. Welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Geiles Ding. Wird gesniped. Von wo schießt der? Da
Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, von wo der schießt. Wo ist er denn, der Gute? Oh, shit. Schönes Ding. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund seid. Besorgen wir uns dieses Rock-Jockey unter nichts wie weg. Das Blöde ist, Mann, dass wir so wenig Munition haben. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit. Fuck. Fuck, 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 fuck. Münzen, 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 Münzen. Oh, die Musik stresst übel rein. Ey, kann man die Scheiße nicht kaputt machen, Mann? Digga, ich seh nicht. Ich komm nicht ran. Wo ist er? Gut, ich habe auch wunderbar. Alter, die Musik macht die scheiß Musik aus, verflucht. Stress das rein. So, die haben wir auch, sehr schön. Was haben wir hier Schönes noch? So. Aber jetzt haben wir die Sniper. Doch, Sniper haben wir noch. Aber obwohl die Panzerbüchse wahrscheinlich geiler wäre. Guck mal, da unten gibt's was. So, was hat der Schöne hier? Gesundheitskit brauchen wir nicht. Salz brauchen wir auch nicht. Munition brauchen wir auch nicht. Haben wir genug. Wie kann man das nicht ausmachen? Wer spielt dann hier was? Wo kann man das dann ausmachen? Nervt übelst rum. All of Heroes, da gehen wir rein. Cornelius Slade, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Die Hall of Heroes. Jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Okay. Munition für Karabiner. Silver Eagle nehmen wir natürlich mit. Jetzt kommt wieder neue Musik. Suche Chock Jockey in der Hall of Heroes. Was haben wir hier? Salzautomat benutzen. Ach, da können wir automatisch Salz auffüllen. Haben wir natürlich voll. Wahrscheinlich kommt hier gleich irgendwas, denn... Schadensbooster, die Panzerfaustschaden im Magazin... Das würde ich mir jetzt noch nicht kaufen, weil die wissen ja noch gar nicht, wie oft wir die Panzerfaust oder so nehmen. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slade. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge Digga. Wird durch eine neue ersetzt werden. Wo kommt ihr her? Sei es drum. Verflucht. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Krähenfalle. Bewirkt, dass die Opfer von Krillerkrähen zu... okay. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Das ist so dunkel hier. Weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer Sanktionen. Glaube ich, nimm mal wieder die Schrot. Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Was kommt da jetzt? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Das ist der Prophet, von dem er gesprochen hat. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Oh, Scheiße. Alter! Boah! Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer, Booker!
Gib uns das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Ja, mach ich. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ich schenke ihnen den Tod. Finde Schock-Jockey. So, aber zuerst gucken wir mal hier rein, was wir hier noch so Schönes finden. Hier gibt es da bestimmt, da gibt es ja ein Fläschchen. Mit irgendeinem Scheiß. Was haben wir hier? Salz ist voll. Was ist das? Pistole brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich schon, aber können wir nicht mit aufnehmen. Deswegen lassen wir es einfach mal hier. Gesundheit ist eigentlich voll, brauchen wir auch nicht. Was ich brauche, Leute, ist Geld. Moneten. Richtig viele Moneten. Um alles zu kaufen, was wir finden. Hier, das, da freue ich mich doch drüber. So, was nehmen wir denn? Schild, Salzinfusion? Ich glaube, wir nehmen mal Salze diesmal. Diesmal nehmen wir Salze und Lockpick. Lockpick! Noch ein Lockpick! Alter, wie viele Lockpicks wir haben? 4 Stück. Total viel. Übelst viel. So. Salz nehmen wir nicht mit. Wir sind eh voll. Oh, scheiße. Ich versuche, sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Das glaube ich hier. Besiege Slates Männer. Scheiße. Und wo kommen die jetzt? In Boxer-Rebellion? Hier gibt es auch schon wieder so viele Sachen. Schadensboost, Panzerfaust. Mann, da habe ich keinen Bock. Warum gibt es denn immer nur Panzerfaust? Ich will doch keine Panzerfaust haben. Ich will hier, keine Ahnung, Maschinengewehr oder so haben. Da ist das Tor noch zu. Wir müssen uns entscheiden. Für links oder für rechts. Gruselig. Gruselig. So Leute, für The Boxer Rebellion entscheiden wir uns in der nächsten Folge von Bioshock The Infinite, wenn es weitergeht. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Bis dann. Tschüss.